Dieses Video dreht sich um die Dateiverwaltung in Lightroom. Es baut auf den Grundlagen aus der Ausgabe 5 von 2016. Sie erinnern sich, beim Import kann man die Ordnerstruktur vorgeben, die man benutzen möchte. Das war an dieser Stelle. Man wählt das Ziel und kann dann beispielsweise nach Datum sortieren mit Unterordnern. Diese Struktur wird dann in Lightroom auch nach dem Import abgebildet. Und zwar hier. Nach dem Import der Bilder in Lightroom sollte man sie tunlichst nicht außerhalb des Programms verschieben. Es ist allerdings möglich, innerhalb Lightroom per Drag and Drop die Ordner zu verschieben oder umzubenennen. Wenn man nur von einem einzelnen Bild den Speicherort wissen möchte, kann man hier auf den Ordner in den Metadaten und dann wird der Pfad eingeblendet. Oder man klickt drauf und dann hat man die Ordnerstruktur wieder in der linken Palette. Eine andere Möglichkeit, mit einem Rechtsklick auf das Bild im Finder anzeigen, kann man das Bild direkt im System anzeigen. Weiterhin kann man auch im Kontextmenü mit einem Rechtsklick das Bild bearbeiten in einem externen Programm, etwa Photoshop, oder das Bild exportieren. Das kommt dann in einem separaten Video noch zur Sprache. Im Menü findet man den Export unter Datei, Exportieren und die Bearbeitung in einem externen Programm unter Foto, Bearbeiten in. Klickt man darauf, wird das Bild hier in Camera Raw übergeben mit den Einstellungen aus Lightroom. Das Bild wird dann in Photoshop geöffnet und ist in diesem Moment noch nicht gespeichert. Man sieht hier die Bezeichnung der Original-RAW-Datei. Nach der Bearbeitung kann man das Bild sichern, die Datei speichern. Dann wird es automatisch umbenannt, gemäß den Voreinstellungen, in diesem Fall mit dem Anhängsel bearbeitet, .tiff, und wird am selben Ort gespeichert wie das Original. In Lightroom erkennt man dann, dass das Bild mit dem Original gestapelt wird. Oder wie hier separat angezeigt, wenn der Stapel aufgehoben ist. Auf diese Weise sind das Rohbild und die Bearbeitung automatisch in Lightroom verwaltet und so leicht zu finden. Für gewisse Anwendungen eignet sich aber der Export besser, bei dem diese Verbindung nicht automatisch hergestellt wird. Dazu erfahren Sie mehr im zweiten Video.